Herzlich willkommen bei Dota 2. Heute spielen wir mal den Blattsieger. Man sieht ihn hier schon groß im Bild. So, damit gehen wir mal in die Mitte, damit er schnell leveln kann. Was brauchen wir am Anfang? Wir brauchen Tango, Stout Shield und Quelling Blade. Das passt schon als vorgeschlagene Items. Die Teams sind schon voll gepickt. Ja, man sieht, wir sind ein bisschen low on Support, also wir haben wenig Support-Helden. Den Keeper haben wir. Windfunder kann auch supporten, schauen wir mal. Haben ein bisschen das Problem, dass wir keinen richtigen Stun haben. Wir haben zwar vom Windrunner das Shackle, aber ansonsten höchstens noch den Ulti von Magnus, aber nicht so richtig zuverlässig. Beim anderen Team sieht es aber eigentlich ähnlich aus, weil die haben ein paar Stunts mit Slada und Alchemist. Aber jetzt ist kein Lion dabei zum Beispiel. Ein klassischer Disable wie Crystal Maiden. Naja, was bei beiden Teams so. Wer wird bei mir in der Mitte sein? Ich denke mal, ich werde dagegen den Putt spielen. Mal schauen, wen sie oben alleine schicken. Alchemist oder Slada. Der Ursa wird im Wald sein. So, unsere Windrunner hat im Moment einen Disconnect. Warten wir mal eben, Der Slada war eben AFK, da haben wir mal drauf gewartet, bis der wieder kam. Jetzt müssen wir drauf warten, dass die Windrunner wiederkommt. Steht da noch in der Basis rum. Unten sind jetzt bei uns der PL und der Keeper of the Light. Und hoch ist schon der Magnus gegangen. Schon ganz vernünftige Lane soweit. Müssen wir halt nur warten, dass da weitergeht. Wir können aber währenddessen, wenn wir schon die Zeit haben, mal die Skills von Platzsieger anschauen. Platzsieger, der Name, eigentlich der Name, der ihm das verleiht, ist Thirst. Das heißt, er sieht auf der Karte, wenn Gegner unter einen bestimmten Schwellenwert fallen. Das sieht man hier je nach Level zwischen 50% und 20%. Das heißt, wenn sie unter diese HP-Grenze fallen von 50% oder 20% oder was auch immer dazwischen, dann kann ich sie sehen in einem relativ großen Umkreis von 6000 Einheiten. Das heißt, egal ob sie dann im Fog stehen, halt hier stehen würden, ich kann sie halt sehen, wenn sie so niedrig sind. Und ich kann sie nicht nur sehen, ich werde auch noch schneller, zwischen 15% und 45%, um sie halt zu jagen. Bloodbath ist das, was ihn am Anfang in der Mitte auch stark macht. Dadurch, dass man halt beim Last Hitten, wenn man den wirklich den Last Hit, den die Einheit dann killt, bekommt man Lebenspunkte wieder. Und zwar zwischen 10% und 25%. Und damit heilt er sich dann. Und damit kann er ein bisschen aggressiver sein und ist nicht nur auf die Heilung durch Tango-Zeug angewiesen. Das letzte noch, ohne den Ulti, ist Blood Rage. Das kann man auf sich selber oder auf Gegner casten. Der Vorteil ist, man macht dann mehr Schaden für zwischen 6 und 9 Sekunden. Der Nachteil ist, dass man dann in der Zeit gesilenced ist. Also keine Zauber casten kann. Oft nutzt man das halt offensiv, um Gegner am Zaubern zu hindern. So, mal gucken. Anfang läuft soweit ganz gut. So, der nutzt jetzt hier immer sein Rod zum Last Hitten. Vielleicht werde ich ihm dann mal versuchen, ihm dann silenzen, in der Hoffnung, dass er halt dann sich selber Rod an der hält und dann selber dann ganz halt sich selber Schaden macht. Das war so ein bisschen der Plan. Mal gucken. Ups, was ist hier gerade? Kleiner Lag-Spike. Die Windrunner braucht nochmal kurz eine Pause. Das ist die 30 besser erklärt. Und dann können wir nochmal auf den Ulti eingehen. Das caste ich halt auf eine gegnerische Einheit. Hält zwischen 7 und 9 Sekunden. Und die Einheit bekommt dann Schaden. Schaffe ich nicht. Sollte ich mal lassen. Die Einheit bekommt dann Schaden, wenn sie sich bewegt. Das ist natürlich ganz praktisch. Man hindert Gegner daran, wegzukommen. Das heißt, sie dürfen gar nicht weglaufen, weil sie sonst Schaden hat bekommen.
Star Wars sagt. So, mal gucken, dass ich jetzt nicht geguckt werde. Jetzt hat der Patch seine Bottle geholt. Was hole ich mir mal? Erstmal Boots. Ja, es wird mir vor allem erstmal bei mir... Ups, ich hole die mir gleich mal. So, werde mir auf jeden Fall erstmal die Boots holen. Und danach mal möglichst schnell einen Town Portal. So, der Patch. So, dann machen wir, dass ich da unten die Rune holen. Das pushen wir aber mal, dass er nicht vielleicht die Rune kriegt. So, die Rune holt er sich jetzt schon. Ah, das ist nicht so schlimm. Ich bin nicht so auf die Runen angewiesen. Hätte natürlich, wäre vielleicht ganz nett, das zu verhindern, dass er die bekommt. Aber... Ups, er hatte eh noch ziemlich viel. War nicht so, dass er die unbedingt brauchte. Wenn er jetzt schon niedrig gewesen wäre. Wenig Lebenspunkte. Dann wäre es wichtiger gewesen, dass ich ihm die Rune vorenthalte. So, mein Gott, geht schon. So, ich versuche mal möglichst schnell Level 6 zu werden. Bring mir dann gleich noch vielleicht den Strength Belt rüber. Und kann dann vielleicht mit dem Town Portal mal irgendwo ganken gehen. Das Schöne an dem Bloodseeker, der kann ziemlich früh geht er schon los und macht dann Stress. Deswegen bringe ich mir das in die Mitte und kann dann vielleicht unten solche aushelfen oder auch oben da. Muss ich mal schauen. So, ist der schon 6? Muss man ein bisschen drauf achten, mal. Dass er nicht plötzlich mich anknabbert mit seinem Ulti. So, ich bin jetzt 6. Ich hole mir mal die Sachen und am besten gehen wir gleich mal sofort unten ganken. Gar nicht lang rumfackeln. Sehr schön. Na, ich dachte, wir kriegen vielleicht beide. Aber ich wollte, dass wir versuchen, dass wir beide kriegen. Hat leider nicht geklappt. Aber war ein Versuch wert. Naja, Mitte Miss. So, ich brauche mal zwei Last Hits. So, brauchte die zwei Last Hits. So, immer ganz gut getroffen. Nochmal upgraden, habe ich mal ein bisschen mehr Druck hier. Und dann gehe ich mal wieder in die Mitte. Weil ohne Ulti hier rumhängen, bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Obwohl, der Ulti ist gleich wieder ready. Mal gucken, was die sich so, die sich was trauen. Ja, jetzt hat er gerade da, glaube ich, einen Ward hingestellt. Aber wenn ich jetzt hier lang komme, sehen sie das nicht. Sehr schön. So, dann gehe ich mal wieder in die Mitte. Muss jetzt ja nicht unten rumhängen. Das hat sich gerade noch angeboten, weil ich natürlich noch den Kill abgestaubt habe. Kauf mal zwei Town Portals. Geh mal direkt in die Mitte. Das bisschen Mana kann ich mir auch so regenerieren. Schalten wir noch die Boots um. So, Mitte ist Miss. Sollten vielleicht oben mal aufpassen. Weiß ich nicht, habe ich vielleicht ein bisschen spät gesagt. Aber es scheint dir noch keine Probleme zu geben. Na komm her. Sehr schön. Ich lasse die Schuhe mal auf
Int. Last Hit sollte ich auch so kriegen. Oh, unten ist er. Na, aber man hat er jetzt dann noch den Kill danach gekriegt. So, ich will noch wissen, dass ich ein bisschen schneller bin. Wenn die wenig leben. Oh, was geht denn da unten? Ah, jetzt noch runterbauen, ein bisschen spät. Habe ich gar nicht gesehen, dass die ja so aggressiv sind. Aber das sind nur die Illus, die ja gerade noch rumstehen. Wäre schön, wenn der Ursa mal im Wald ein bisschen low wird. Dass ich den da mal nerven kann. Aber anscheinend nicht. Das würde ich ja sehen. So, dann fahren wir auch mal ein bisschen weiter. Mana füllt sich jetzt ja langsam wieder auf hier. So, auch noch ein bisschen Speed drauf. Man noch besser chasen kann. Was geht da unten? Den haben sie. Der Alchi ist mal ein bisschen nervig, weil der, wenn er sein Ulti zu einer total hohe Lebensregeneration hat. Aber ich werde mit dem Ulti, mit meinem Ulti, jetzt gleich mal wieder auf die Jagd gehen. Gucken, dass wir nicht wieder Patch wegfischt in der Mitte. So. Unten sind sie jetzt zur zweit. Oben ist der Alchi. Ja, die Tango habe ich mir überhaupt nicht gebraucht bisher. Ist halt manchmal so, gerade mit dem Platzsieger. Vielleicht das Lebenspunkt ja auch so regeneriert. Okay, der Patch kommt nach unten. Den Dazzle haben sie jetzt auch so gekriegt. So, da gehen wir jetzt mal hinterher. Ups. Den silenzen wir mal. So, sehr schön. Ja, die trauen sich natürlich nicht nach vorne. Wir haben gerade gesehen, dass hier der Patch gestorben ist. Dann muss ich hier auch nicht rumhängen. Kann ein bisschen farmen so lange. Und auch wieder das Mana auffüllen lassen. Habe ich eben gar nicht umgestellt. Das habe ich sogar vergessen. So, zum Mana regenerieren ist natürlich mal ganz gut, hier auf ihn zu stellen. Aber im Kampf sollte ich dann doch mal wieder. Oh, oh, oh. Da rennt er jetzt aber zurück in die Basis mit so wenig Lebenspunkten. So, vielleicht kann ich jetzt mal was mal umstellen hier. Da bin ich im Patch im Wald begegnet. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Gehen wir mal wieder in die Mitte. Fahren dann mal kurz wieder ein bisschen, bis sich irgendwo eine Gelegenheit ergibt. Vielleicht da oben mit dem blöden Alchemist. Der farmt da halt ganz ordentlich. Jetzt kommt der hier noch. So, mal schnell um. Au! Haha, so schlimm mit dem. Da habe ich mich doch vertan. Ja, das ist halt das Schlimme mit Ursa. Habe ich dann zwar gesilenced gehabt, aber zu spät. Er hat schon seinen Bonus-Attack-Speed und dann natürlich mit meinen Bonus-Schaden tat mir das doch eher viel zu sehr weh. Vielleicht hätte ich auch das auf 1 lassen sollen, hätte halt eine Sekunde weniger und die Schadens, der Bonus ist doch wesentlich geringer. 30% statt 60. War vielleicht nicht die beste Entscheidung aller Zeiten. Okay, ich port hier mal hin. Ich kann mir da ein bisschen helfen. Ah. Zu spät. Den da mal gesilenced. Schauen, dass ich jetzt hier nicht
So, den werden wir gleich mal silencen, der keinen Quatsch macht. Der blutet jetzt hier schön vor sich hin. Sehr schön. Ja. Oben ignorieren wir ein bisschen. Also es könnte tatsächlich sein, dass der Alchi oder auch der hier, wie heißt, der Ursa später ein Problem werden. Aber dafür geht es ja auch dem PL ganz gut, der auch Late Game nicht zu verachten ist. So, ich stelle mal wieder auf Int um, weil ich habe jetzt wirklich gar kein Int mehr gerade. Gar kein Mana. Ja, verziehen wir uns hier mal. Jetzt haben sie auch oben den Tower gekriegt in der Zeit. Mal gucken, was ich mit dem Start mache. Der Start läuft ja soweit ganz gut. Schon 2000 Gold. Man könnte jetzt natürlich gucken, ob man auf Radiance geht. Gerade mit so einem schnellen Start ist nicht zu verachten. Schauen wir mal. Das könnt ihr mal sehen, ich kann mich auch selber halt silenzen. Macht dann halt mehr Schaden. In der Zeit. Im Kampf nutzt man es aber halt doch meistens, um die Gegner zu silenzen. So, wer ist hier unten? Ja, aber ich glaube, ich fahre jetzt hier gar nicht lange rum. So, das ist auch mit Platzsieger gar nicht so angesagt. Das ist auch mal ein bisschen ärgerlich, wenn man andere Spieler sieht, die den Platzsieger haben und dann erstmal irgendwie 10 Minuten im Wald verschwinden, weil es halt pure Verschwendung ist. Kann man zwischendurch mal kurz machen, wenn es unbedingt nötig ist, aber man sollte schon versuchen, die Stärke hat auszuspielen. Das ist ja ganz klar, sein Ulti zum Beispiel. Und der hat einen niedrigen Cooldown. Dann sollte ich hier mal den auch nutzen. Ja, ich nehme mal zwei Branches einfach. Für mehr bisschen Rundum-Stats. So, jetzt sollte eigentlich auch mal... So, den haben wir. Sehr schön. So, jetzt mal gucken, dass ich gleich den Turm denie beim nächsten Schuss. So, und jetzt können wir uns mal wieder schön, sieht man auch wieder richtig, bei jedem Last Hit, zack, wie das hochgeht, wie die Lebenspunkte hochgehen. Okay. Und jetzt haben sie natürlich Roshan gemacht, ganz typisch mit Ursa. So, haben in der Mitte noch den Tower gepusht, habe unten denied und einen gekillt. Ulti ist ja noch auf Cooldown, deswegen pushen wir noch die nächste Lane. Ich glaube nicht, dass wir aus der Mitte so schnell ankommen hier. Gehen wir einfach mal weg hier. Ist ja gar nicht unnötig Quatsch machen. Ich werde mal wieder auf Int umstellen, dass das Mana schneller regeneriert. Und mal gucken, ob ich denen dann helfen kann, den Kollegen. Na, da haben sie alles rausgeblasen. Leider hat es nicht funktioniert. Muss mal vorsichtig sein mit dem Kurier, den sie herumschicken. So, ich würde mir mal hier das Double Damage krallen. Okay, wen haben sie da oben sich rausgesucht? Vielleicht kann ich hier mal was machen. So, ich werde mit Double Damage hier mal mit dem Wald gehen. Den Alchi will ich jetzt nicht. Eher mit dem Team was zusammen machen hier. Ja, da oben sind schon Splat. Double Damage läuft ja tatsächlich bald aus. So, die haben ja schön gesilenced, dass der keinen Quatsch macht. Oh, den schnell silencen.
Ne, out of range, fuck it. Silence ist gegen Dings schon immer ziemlich stark. Ja, kann ich jetzt schlecht hinterher. Bin zwar ziemlich schnell, aber die ganzen Kollegen hängen da auch noch ab. Kann ich leider nicht so viel helfen. So, mal kurz wieder umstellen, dass ich wieder ein bisschen Mana regeneriere. Ulti kann ich ja leider nicht machen. Dafür reicht das Mana nicht. Ich bin trotzdem auf dem Weg nach oben jetzt. Hm. Erstmal hier hin. So. Zack, verkaufen und dann baue ich mir doch mal Radiance. Hab jetzt schon einen Teil. Ja, was machen wir mit? Ich fahre mal hier einfach ein bisschen. Ohne Mana ist das alles nichts. Die kann ich mal eben schnell wegmachen. Muss jetzt nicht zu lange rumgammeln. Wie gesagt, mit dem Platzsieger sollte man jetzt nicht irgendwie anfangen, ewig rumzufahren. Aber den Spot kann ich mal eben fix machen. Und dann will ich in die Base porten. Damit ich Mana tanken kann, mir gleich wieder ein Town Portal einstecken. Kurz auftanken und dann gleich wieder losziehen, aber erstmal nach oben da. Weil die verteidigen in der Mitte eh ganz gut. Da gibt es nicht so viel zu holen. Oben kann ich mal die Wave abfarmen. Ups. Da geht es damit jetzt doch dann ein bisschen heiß her. Ja, das schaffen sie aber anscheinend ganz gut. Ja, oder auch nicht. Ich ungern jetzt darüber laufen, das dauert halt. Ach, lässt sich anscheinend nicht vermeiden. Schade, dass es noch auf Cooldown ist. Oh, der sehr schöne Welle vom Keeper. Ja, haben wir es jetzt doch alleine geschafft. Ganz umsonst hier rüber gedackelt. Da habe ich nicht gedacht, dass der Kampf dann gleich so sie gleich in die Vollen gehen. Sonst hätte ich natürlich vielleicht ein bisschen früher aufgetaucht. Ach, der hat auch schon Radiance. Puh, ja, kann man an PL schon machen, würde ich eher nicht machen. Ja, hm. Aber im PL gibt es wesentlich stärkere Items. Schon nicht verkehrt. Aber mit denen kann ich jetzt auch nichts anderes bauen, oder? Divine Rapier, Abyssal Plate kann ich noch. Das will ich ja eigentlich gar nicht, weil die Leute sich bewegen. Abyssal Plate. Macht Schaden, 100, ist natürlich ganz nett, aber Stärke. Was will ich denn mit Stärke? Hm. Hier los. So, den silenzen wir mal. Dass er keinen Quatsch macht. Da ist er. So, nochmal ein Silence drauf, um sicher zu gehen. Ups. Wo Fresh Meat? So, komm, den kriegen wir auch noch. Sehr gut. Tja, wie gesagt, mein Radiance ist jetzt irgendwie ein bisschen, eigentlich ein bisschen überfällig, aber das andere zu bauen ist auch ein bisschen dämlich. Und da ich öfter mal alleine chase, werde ich dann doch wahrscheinlich auf das Radiance gehen, aber
ich glaube, in diesem Spiel erledigt sich sowas alles eh ein bisschen von alleine. So groß ist die. Ist das jetzt nicht die Wichtigkeit, ob ich nun Radiance baue oder nicht, weil wir eh ziemlich gut spielen. So. Naja, ich ziehe mich hier mal zurück. Genau deswegen. Wer weiß, wer da gleich noch angeeiert kommt. Ich bin allein da oben. Muss ja nicht sein. Ja, ich werde trotzdem Radiance bauen. Nicht ideal, aber wie gesagt, mal drauf geschissen gerade. Passt schon so. So. ...25,8 natürlich schon ein bisschen bitter. Ich werde mir gegen die Ursa... ...wahrscheinlich ein BKB bauen, damit ich ja nicht disabled werde. Immer unangenehm. So. Zertifusal Plate ist natürlich das Wichtige an PL. Und dann kann man eher mal ein bisschen auf HP gehen oder halt andersweitig seine Illus unterstützen. Weil das, die Sache ist die, Radiance ist irgendwie schon ganz nett, aber gerade bei PL, ob man nur dann mit 10 Illus steht oder eine, ist ja egal. Radiance stackt ja nicht. Deswegen wäre halt eigentlich was, wovon alle Illus profitieren, dann in dem Fall besser. Zum Beispiel halt ja, ein Kürass, ein Hard. Was nerven die mich denn jetzt hier? Komm, silenzen, damit er sich nicht noch heilen kann. Sehr schön. Ah, krieg ich nicht mehr. War leider nicht niedrig genug. So, pushen wir einfach jetzt mal. Jetzt gucken, dass wir jetzt nicht reinguckt werden, ist immer blöd. Wenn wir nicht wissen, wo der Patsch gerade rumsteht. Werde mir das Silence aufheben, falls ich halt mal den Patsch silenzen muss, wenn da jemand ultiert. Oder halt auch den Dazzle, mit dem ich heilen kann. So, mal gucken jetzt gerade mit Ulti ist ja nicht ungefährlich. Sehr schön, er hat gut erwischt damit. So mal auf den mal silenzen, damit er keinen Scheiß macht. So, den kriegen wir auch noch. Nein! Au! Die Türme! Nein! Da sind wir gestorben. Vielleicht versuchen sollen, einen Creep zu last hitten. Da an der Stelle nicht geklappt. Naja. So, keine Lust lang zu warten. Und bei dem Vorteil, den wir gerade haben, kann man auch mal ruhig riskieren. Und sich zurückkaufen, auch wenn es an der Stelle jetzt nicht unbedingt effektiv oder sinnvoll war. Aber wie gesagt, bei so einem Vorsprung muss man auch solche Kleinigkeiten nicht immer gucken. So, pushen wir mal hier unten weiter, dann können wir uns mal den zweiten Turm holen. Ja, wenn keiner in der Nähe ist, der man wenig Lebenspunkte hat, ist man halt ganz schön lahmarschig. Gefühlt halt, eigentlich sehr normal schnell mit 360. Aber es fühlt sich halt sogar ein bisschen schneller als normal, aber es fühlt sich halt langsam an. Weil er manchmal sonst so fix unterwegs ist. Ja, aber jetzt alleine weitergehen in alle 5 Leben, vielleicht nicht die beste Idee. So, hier mal einen Durchgang machen, dass sie hier durchkommen können. Muss ich da nicht extra rumrennen, um die zu farmen. Mal gucken, jetzt wollen sie da oben
den Turm holen. Na gut, dann gehe ich mal damit. Kann ja gut sein, dass sich da gleich was ergibt. So richtig was dagegen machen können sie nicht. Sieht man ja schon. Wir haben da ein Ward stehen. Sie würden sehen, wenn sie jetzt kommen, aber die trauen sie jetzt nicht. So, den nochmal jetzt hier mit damit eingegeben, damit er nicht danach irgendwie noch überlebt, warum auch immer. Au! So, den mal silenzen. Na, habe ich nicht mehr geschafft. Schnell auf. So, komm. Ja, ist wahrscheinlich wieder keine so gute Idee, gerade den zu silenzen. Ja, das war ein bisschen zu spät. Deswegen würde ich jetzt das Silence mal, bevor er seinen Attack Speed Bonus angeschmissen hat. Kommt er? Auch Überlebenspunkte. Danke. So, greifen wir mal hier oben an. Das WKW brauche ich gegen die nicht wirklich. So, kann ich mir auch was anderes draus bauen? Sangyasha könnte ich mir draus bauen. Geht sogar komplett. Ja, dann. Ups, da glaube ich jetzt dem Keeper of the Light das Chicken weggenommen. Nicht sehr nett, habe ich gar nicht drauf geachtet. Soll mal Sangyasha fertig einpacken. Gibt mir nochmal einen Speed-Bonus und verlangsamt die anderen eventuell. Wenn ich sie aus, nicht verkehrt. Mal gucken, wie wir das machen hier. Ja, der rennt sich da kaputt. Au. 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 Meine Herren. Das Haste. Das passt da an der Stelle mal ganz gut. Ich traue mich jetzt noch nicht so ran. So, und gleich mal wieder weg. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn er mich zweimal haut oder so, bin ich sofort weg vom Fenster. Zack, 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 zack. So, jetzt mal ein bisschen Lebenspunkte wiederholen hier. Zack, zack, zack. Danke. Und da ist man schon wieder voll. Hervorragend. Ein bisschen Mana regenerieren. Passt schon, dass wir nicht gleich wieder out of Mana sind. Bruder, der Keeper gibt mir was. Ups. Vielen Dank. So, den silenzen ist eigentlich immer eine gute Sache. So. Wenn der nicht irgendjemand heilen kann, dann ist es immer schon die halbe Miete. So, dich auch noch gesilenced, hervorragend. So, machen wir den Turm mal weg. Ja, gutes Spiel für den Blattsieger. Hat von Anfang geklappt, die paar Ganks, die ich dann gleich am Anfang gemacht habe. Gleich die ersten zwei Kills gemacht. Ist natürlich schön funktioniert. Bei dem Patch, der konnte er nicht mithalten. Oben hatte der Alchi dann zwar Free Farm, er konnte in Ruhe vor sich hin farmen, aber das haben wir dadurch ausgeglichen, dass wir einfach dann viel mehr Map-Control hatten und der PL natürlich auch gefarmt hat, wie so ein Wilder. So.
So, die Windrunner ist schon mal Abendbrot. Ist ja auch nicht verkehrt. Anscheinend kommen die gar nicht mehr aus der Base raus auch. Beenden jetzt einfach mal schnell. Good game, well played, sagt der Archie. Ja. Good game auf jeden Fall. Der Dazzle ist nicht so. Der ist ein bisschen angekackt. Au! Alter, wenn man da nicht aufpasst, 2 Sekunden, ne? Dazzle hat ihn wieder gerettet hier. Naja. So, schauen wir nochmal auf den Statistik-Screen. Seeker. Meint er? Schreibt er so Seeker? Naja, egal. Der PL sagt gerade nochmal. Macht sie ein bisschen über die lustig anscheinend. Nicht sehr nett. Tja, natürlich gut profitiert, dass ich da gegankt habe. Hat schon Spaß gemacht, weil es auch wieder kein super Spiel. Mag lieber Spiele, die eigentlich ein bisschen ausgeglichener sind, wo es spannender ist, aber sowas kann man mal auch mal machen. Besser als wenn man verliert. Fast 700 XP die Minute, das ging ziemlich schnell. Gold die Minute nicht so hoch. War nicht so wahnsinnig gefarmt. Wie jetzt der PL, der farmt natürlich wahnsinnig schnell. Ich habe viel gegankt, auch nicht im Wald lang rumgegammelt. Aber so sollte man auch den Platzsieger spielen, finde ich. Also wenn man da anfängt, erst lang rumzufarmen, ist man irgendwie an der falschen Adresse. Da sollte man sich dann vielleicht doch einen anderen Helden suchen. Vielleicht sagt ihr das mal, wenn ihr einfach nächstes Mal einen Platzsieger sieht, der ewig im Wald rumhängt. Nett. Aber bestimmt, dass das doch mal vielleicht überdenken sollte, ob er nicht mal mit seinem Ulti mehr ganken geht, weil man sieht, es hat gut funktioniert. Ja, ich hoffe, ihr habt auch wieder was gelernt. Wenn wir wieder was verändern sollen, weiß ich nicht, mal mehr erklären. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder auch Heldenwünsche, schreibt das in die Kommentare. Schaue ich mir an und vielleicht kann ich es schon in der nächsten Folge umsetzen. Bis dann. Ciao.